Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu, oder nicht zurück, willkommen zu einem neuen Projekt, The Crew Wildrun. Eigentlich ist es einfach nur The Crew, ich glaube, das ist eigentlich nur Werbung und ich kann es nicht fassen, Leute. Ich bin wirklich gerade in einer Aufnahme, in dem ein anderes Spiel außer Minecraft ist und ich kann das immer noch nicht fassen. So, bevor wir starten, gibt es ein kleines Problem. Und zwar, The Crew hat sich gedacht, ey komm, wir machen das alles online, auch die Speicherstände, weswegen ich auch nichts mehr zurückstellen kann. Das heißt, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, kann man es auch nicht nochmal durchspielen. Man kann diese Rennen erneut halt spielen, aber mit den Wagen, die man bereits hat. Und ich finde das sowas von unnötig und eigentlich kann ich das auch nicht nachvollziehen, aber bevor ich mich hier zu lange darüber aufrege, starten wir doch mal The Crew und gucken wir mal, was da so passiert. So, neue umwerfende Grafik, ja, das kennen wir. Genau, es ist ja viel passiert in dem letzten Jahr, bevor The Crew eigentlich ja auch rauskam. Und zwar haben wir einige Updates verpasst, sei es jetzt von der Grafik her, die verbessert wurde um einiges, also zumindest die PC-Version, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Und das sind jetzt eigentlich nur die ganzen Tutorials, das habe ich mal aktiviert, damit ihr auch, ja, wisst, wie das so aussieht, aber die meisten Sachen sind uns nicht so dermaßen wichtig, weil wir das ja während dem Spiel lernen werden. Und ja, hier, da hätten wir die riesige Map, die auch groß ist. Zur Qualifikation, Submit, der Fotos-Modus ist da, Zeit für Selfies. Nein, das lassen wir, ich habe keinen Bock auf Selfies. Ich meine, wir haben schon genug Selfies in Real Life. Gehen wir einfach mal zu der richtigen Welt. So, da werden wir. Okay, Alex. Bereit? Los geht's. Holen wir dein Tattoo. Die erste Mission ist auf der Karte. So, wie ihr sehen könnt, habe ich mich für einen Dodge Challenger entschieden, weil der von der Power her, also von der PS, am besten bestückt war. Und ich glaube, der war auch eines der, ja, der nicht so viel gewogen hat, im Gegensatz zu den anderen. Und ich wollte einfach mal einen Dodge Challenger. Ich hatte noch nie so einen Wagen, soweit ich das in Erinnerung habe. Und ja, wir gehen erstmal, warte, in die Map und gucken mal, wo wir denn genau hin müssen. So, wir müssen, so wie es aussieht, hier hin. Vielleicht können wir dahin springen. Ja, die Blitzreise werden wir auf jeden Fall ziemlich oft nutzen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das Let's Play wird wahrscheinlich schon ziemlich lange dauern. Und das wollen wir nicht unnötig in die Länge ziehen, sondern wir wollen das wirklich so schnell wie möglich hinter uns bringen. Nehme ich mal an. Five Tens. Du musst einen V2 beeindrucken, damit er dein erstes Tattoo sponsert. Moment, Detroit ist mein altes Revier. Irgendwer wird mich erkennen. Es ist 5 Jahre her, Alex. Als Schiff V8 wurde, hat er die ganze Crew deines Bruders ausgebotet. Keiner kennt dich. Und wenn dich jemand im Polizeicomputer sucht, findet er meinen gefälschten Eintrag. Wollen wir es hoffen. Okay, bist du bereit? Bitte. Kein Posen, du musst als Erster im Ziel sein. So, da wären wir bei dem ersten Rennen in diesem Let's Play und wir hoffen, dass wir das ja auch ohne Probleme meistern werden. Und das Rennen hat begonnen. Werde Erster oder die ganze Operation ist gelaufen. So, die Steuerung ist ein bisschen schwammig, meiner Meinung nach, aber... Du bist vorne, bleib da. Ja, ich bin noch nicht vorne. Ja, mach schon, ich mach schon. Du schaffst es. Bleib Erster. Hör auf, mich die ganze Zeit zu stressen. Ich kann das ja auch alleine, ohne deine ganzen Kommentare. So. Und wie man sehen kann, sieht das Spiel eigentlich schon ziemlich schön aus. Aber im Gegensatz zu dem Trailer, das ja vor 3 Jahren aufgetaucht ist, ist das eigentlich gar nichts. Aber so wie es aussieht, ist es eigentlich ziemlich schön. Also mir gefällt es, wenn man bedenkt, wie groß eigentlich die Map ist, ne? Und wir sind erstmal 6 Sekunden. Also wir haben einen 6 Sekunden Vorsprung. Und das war's. Das war's mit dem Vorsprung. Keine Ahnung, was da los war. Ich konnte irgendwie nicht mehr drehen.
Und vor allem spiele ich ja auf dem Gamepad. Das heißt, ich spiele jetzt nicht mit Tastatur und Maus, weil ansonsten hätte ich das ja auch nicht machen können. Weil Spiele auf einer Tastatur ist ein bisschen schwierig, den Wagen dann auch hundertprozentig unter Kontrolle zu halten. Das ist zumindest jetzt meine Meinung. Ich sag das ziemlich oft, das mit meiner Meinung, aber ich wollte das einfach nur meistens klarstellen, dass das auch meine Meinung ist. Es ist ja nicht jetzt so, dass man das machen muss. Das ist es, der letzte Checkpoint. So, ich glaube, denn das erste Rennen hätten wir gewonnen und wie wir eigentlich auch schon durch die Geschichte erfahren haben, sind wir undercover unterwegs. So, Stufe 3, genau, wie ihr sehen könnt, habe ich eigentlich gar nicht gespielt. Ich habe einfach nur den Tutorial bzw. den Anfang gemacht. Und danach ist es so, dass ich dann einige Informationen bekommen habe, wie ich mein Auto tunen kann und ich konnte dann meinen eigenen Wagen auswählen und so weiter und so fort. Wenn ihr das sehen wollt, es gibt bestimmt tausende Let's Plays da draußen, die das beinhalten. Ich kann euch das leider nicht bieten und ich würde mir niemals ein Spiel zweimal kaufen, nur um das jetzt einmal zeigen zu können. Also davon gibt es genug und reichlich im Internet. So, leider sind wir nur Silber und Ansaugsystem gewonnen. Welche Stufe? So, Gripbonus neu und Effekt plus 1. Auf jeden Fall werden wir das installieren. So, das ist auch so etwas, was mich ein bisschen stört an diesem Spiel. Und zwar, es gibt immer so Mini. Warte eine Minute. Kenn ich dich? Solltest du. Ich bin Troy. Ich bin hier der V2. Du willst ein 510-Tattoo? Ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Vielleicht melde ich mich. Alex, du bist jetzt auf Troys Radar. Dein Schlüssel zu den 510s. Check die Karte auf Missionen und folge jedem Hinweis und mach dir einen Namen. Fahre. Bring dich rein in die Organisation. Ich weiß, wie das geht, Zoe. Du kannst fahren, deshalb habe ich dich genommen, aber das hier ist anders. Jeder geknüpfte Kontakt, jedes gewonnene Rennen, jede gefahrene Meile bringt mich näher an Coburn und dich an den Mörder deines Bruders. Hast du verstanden? Logisch. Dann legen wir los. So, was war ich am Sagen? Und zwar stört mich das ein bisschen, dass man jetzt jede Kleinigkeit, die man bekommt, dann auch sofort, ohne in die Werkstatt zu gehen, installieren kann. Und klar, es ist vielleicht, lol, die Goldmedaille, es ist zwar vielleicht einfach und ziemlich schnell, aber man merkt dann im Nachhinein eigentlich gar nicht dieser Fortschritt von deinem Wagen, wie der sich entwickelt. Bleibe über 80 Kilometer, ist mir egal. Und ich fände es eigentlich geiler, wenn man so größere Installationen hätte. Und klar, manchmal kann man dann irgendwie zum Beispiel zwei Kilometer oder zwei Stundenkilometer schneller fahren, aber das merkt man ja nicht sofort. Man merkt eher so 20 oder 30 Kilometer Unterschied oder die Beschleunigung von 0,1 Sekunden merkt man auch nicht wirklich. Es ist eher so in größeren Abständen, wo man das eigentlich merkt. Aber nein, wir wollen fortfahren. So. Was wollen wir jetzt tun? Wir wollen erstmal zu der nächsten Mission und wir haben hier eigentlich schon einige Missionen. Vorsicht, Farbe, Erfahrung. Okay, machen wir die, ja, wir machen eine Blitzreise, da sind wir auch sofort da. Und ja, wie gesagt, einige Sachen stören mich, aber ich finde, dass man überhaupt mal was tunen kann, schon etwas geiler. Ich will dir was sagen. Ich habe hier eine Lieferung für einen Spezialkunden. Spezialkunde? Schmierst du einen Richter oder was? Was in der Art? Eine Speziallieferung? Was soll das jetzt bedeuten? Sei vorsichtig damit. Eine Schramme in den Wagen und ich mach dich fertig. Heilige Maria. Da haben wir einen sehr, sehr schönen fahrbaren Untersatz.
Und ich nehme mal an, das ist Zeit, die wir schlagen müssen. Ja. Ja, okay, wir haben 1 Minute 40 zur Verfügung. Der Wagen, der geht gut ab. Wie man sehen kann, sind wir schon bei 250 Stundenkilometern. Das ist nicht ohne. Und wir müssen auch gucken, dass wir den Wagen so gut wie möglich dahin bringen, wo er auch hin muss. Und ich fahre auf jeden Fall nicht zu schnell. Heilige Scheiße, heilige Scheiße, heilige Scheiße. Meine Güte. Er hat auf jeden Fall guten Grip und auch einen guten Handling. Man kann ihn gut steuern. Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Der Sound ist auch verdammt genial von dem Wagen. Und wir haben auch Nitro. Das habe ich ja total vergessen. Weil beim ersten Wagen... Und? Für wen ist der Wagen? Wir haben hier ständig hohen 5-10-Besuch. V6. Ich plane 1 oder 2 kleine Willkommensgeschenke. Schmiert das Getriebe. Was ist mit dem V8? Kommt heilige Scheiße. Noch nicht. Aber wenn ich mein V4 hab, vielleicht. Das hat mich jetzt total gefickt. Du bist nah dran. Ich höre den Häuserblock schon. Meine Güte, wenn ich so einen Wagen... hinbringen würde. Ich glaube, das wäre nicht so geil. Fast da. Noch eine Minute. Noch eine Minute. Heilige Scheiße, ist der kaputt. Ja, auf einmal ist der heile. Ah ne, der ist ja immer noch kaputt. Das war ja nicht so schön. Und trotzdem haben wir Gold bekommen, weil wir ja eigentlich ziemlich schnell angekommen sind. Und da hätten wir wieder was Neues, und zwar können wir weiteren Grip-Bonus haben. Das ist immer gut bei den Kurven und auch beim Starten. Und da hätten wir einen kleinen Rekord. So, dann machen wir weiter. Rückkehr zur freien Fahrt. Oder zum freien Fahrt. Ist das überhaupt richtig? Park ihn so, dass der V6 ihn auch gut sehen kann. Nicht mehr lange, Junge. Sobald ich diesen verdammten Start schmeiße, kriegst du dein Tattoo und ich meine scheiß Yacht. So, und da werden wir mit unserem schönen Wagen, den wir eigentlich noch gar nicht getunt haben. Und ja, so, wir sind eigentlich jetzt auf der Suche nach unserem Tattoo, damit wir der Gang angehören oder der Crew oder wie auch immer, damit wir Rache üben können, und da wir ja auch undercover sind und wir uns eigentlich frei arbeiten wollen, so gesagt, und das anhand der Rennen, die wir halt machen. So, die Frage ist jetzt, was müssen wir als nächstes tun? Ich presse die ganze Zeit, Start anstatt Select, um die Karte aufzurufen. Und ein kleiner Stoß. So, Belohnung wäre ein Auspuff. Ja, also die Sachen sind momentan ja auch nicht so genial, aber es ist ja auch erst der Anfang. Und ich nehme mal an, das wird sich mit der Zeit verändern oder ändern, wie auch immer. Yo, hab einen Job für dich. Irgend so ein Penner mit einer fetten Karre spielt sich in meinem Revier auf. Zieh ihm die Ohren lang. Location ist auf der Karte. So, wir müssen jetzt einen Wagen zerstören, so wie es aussieht. Und dafür müssen wir einen anderen Wagen nehmen. Ich hab dir einen Rallye-Schlitten für den Job dagelassen. Steig ein. Siehst du ihn schon? Ja, ich sehe ihn. Heilige Scheiße. Dann mach ihn fertig. Und wir müssen mit diesem kleinen Porsche, der gut getunt wurde, zerstören. Die Cops natürlich. Diese Art von Job sollte man nicht zu lange rumgammeln, verstehst du? Ja, vor allem ist der super schnell für so einen Geländewagen, beziehungsweise für so einen großen Wagen. Kommt der gut voran. Heilige Maria. Ich komme ja gar nicht nach. Nicht mal mit Nitro. Ist der schon mal Rallye gefahren? Länger nicht. Keine Angst, schleudere ihn rum, schüttel ihn durch, peitsche ihn das Baby kannst ab. Und jetzt hol dir den Arsch. So. Zeit, Team! Und wo bist du? Wo bist du? Ziel ist neben mir. Komm schon. Ich brauche... Am besten wäre es, wenn ich ihn einfach quer erreichen würde. Aber das Problem ist, dafür müssten wir... Heilige Scheiße, ich hab's hinbekommen. LOL.
Ich habe mir das viel schwieriger vorgestellt. Mission beendet, Stufe 3. Mit der Stufe 4? Ja, das wird Stufe 4. Alle deine Fahrzeuge werden in Stufe 1 verbessert. Ist es nicht um eine Stufe? Egal. Wir wollen ja jetzt nicht den Klugscheißer spielen. So, wie sieht's jetzt aus? Auspuff gewonnen und Tempobonus plus 2. Die Frage ist halt, was können wir darunter überhaupt verstehen? Sind das jetzt einfach plus 2 Stundenkilometer oder ist das eine andere Einheit? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und gehen wir mal zu unserem Wagen wieder. Ist ja auch schon eigenartig. Ja, er hat die Botschaft kapiert. Nett. Wir sehen uns. Ich meine, es gibt kein R mehr. Also wie er rumgeschleudert wurde, wird er wohl kaum mehr am Leben sein.